herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der RC Warlord und ja, wir sitzen mal wieder seit langer Zeit in meinem Keller. Was wollen wir heute machen? Also erstmal in erster Linie, warum wenig Videos kommen. Ich hatte das da vorher schon mal erwähnt in den anderen Videos. Momentan habe ich tierischen Stress, auch mit meinem Badumbau. Das ist momentan im vollen Gange, deswegen nochmal gleich am Anfang. Entschuldigung, es werden irgendwann wieder mehr Videos kommen, aber in den nächsten 1, 2, 3 Wochen oder so ist es halt mir nicht möglich, da mehrere Videos in der Woche oder so rauszuhauen. Ja. Für euch setze ich mich jetzt heute ist Sonntag mal hin und ja, mache nochmal ein Video. Ich denke, dass ich das heute auch hochlade oder auch zwei, je nachdem. Was wollen wir heute machen? Was wollen wir tun? Also, ihr alle, die meine Videos verfolgen, ihr wisst Bescheid. Ich hatte mir bei eBay einen Overheater ersteigert. Da war doch ein kleiner Fail in puncto Kupplung und Schwungscheibe und Antriebsknochen für das vordere Diff. Da fehlt der Stift und ja, was soll ich sagen? Ich habe auf alle Fälle mir diese Sachen bestellt. Ich hoffe, dass sie passen. Ich denke mal schon. Das sind Antriebswellen vorne. Ich weiß nicht, ob die auch hinten passen. Also auf die, hier drauf steht es auf alle Fälle Antriebswelle vorne. Ich glaube, die hinteren Antriebswellen sind kürzer, aber das will ich jetzt nicht sagen. Dann habe ich mir noch ein paar Hutmuttern gekauft. Viele von euch werden es ja natürlich wissen, wenn du öfters mal im Gelände fährst und ihr habt diese normalen Muttern am Start, kann euch gerne mal das durch Dreck im Gewinde diese Mutter fressen. Um dem aus dem Wege zu gehen, habe ich mir gleich mal vier Stück davon bestellt. Wollte eigentlich noch mehr bestellen, weil ich ja noch mehr Autos damit habe, aber dann habe ich überall dieses Willy-Zeichen drauf. Und ich möchte es eigentlich nicht abschleifen, dann ist das blanke Alu draußen und neu lackieren, weiß ich nicht. Habe ich auch nicht so einen Bock drauf. Okay, man kann die bei eBay auch bestellen, ohne dass was draufsteht, weiß ich auch. Aber da ich beim Konrad jetzt bestellt hatte, war es halt naheliegend, für meinen neuen Overheater wenigstens ein paar Hutmuttern zu bestellen. Ja, dann habe ich noch einen schönen kleinen Abzieher, wie ihr seht. Ja, mal für die Schwungscheibe. Ich teste das mal. Dann brauchen wir da nicht da rumzuklopfen wie so ein Irrer. Okay, jetzt bei dem Overheater brauche ich es nicht, da die Schwungscheibe ja lose ist. Ja, das dazu. Kleine Sache noch. Jetzt mittlerweile, okay, wir bewegen uns so langsam oder wir sind jetzt schon im Spätsommer. Was habe ich eigentlich noch so vor? Das sind, ja, ich möchte natürlich nicht alles verraten, aber auf alle Fälle kommen da noch zwei, drei Bausätze. Ich möchte über den Winter hin euch natürlich auch ein bisschen mit Videos versorgen, ist ja klar. Im Winter ist eigentlich meine Zockerzeit, ja, da lasse ich den Modellbaukram meistens so ein bisschen hängen und schleifen, weil man eh nicht viel machen kann. Okay, man kann halt drinnen in der Werkstatt basteln. Zum Thema Basteln habe ich auch noch eine Kleinigkeit. Also hier in meinem Keller wird sich noch einiges verändern. Es wird hier mehr Platz geschaffen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Und wenn ich dann das alles auch bewerkstelligt habe, also wie gesagt, erstmal muss das Bad fertig werden. Da steigt mir meine Frau auf den Kopf, wenn ich da nicht dranbleibe. Ja. Momentan muss ich mich im Keller waschen, ja, in der Waschküche. An der Badewanne und das ist alles nur ein Desaster, ja. Und ich bin selber froh, wenn ich wieder, ja, mich normal, wie ein normaler Mensch waschen kann. Ja, wird sich hier in dem Keller auch noch einiges verändern. Es wird es wird auf jeden Fall mehr Platz geben. Und ich werde mir das hier schön einrichten, denke ich noch. Und wenn es soweit ist, machen wir auf alle Fälle auch mal das erste Mal eine Roomtour. Dann brauche ich mich nicht mehr zu genieren. Ja. Ich denke, dann wird es hier ganz, ganz schön werden. Aber ja, wie gesagt, das wird noch ein bisschen dauern. Aber hier im Keller wird sich auch einiges verändern. Oh, ich muss mal dahin die Tür zumachen. Es zieht. So. Und wir setzen.
Hier bin ich wieder. So, ja, also, die zwei Sachen habe ich mir gekauft. Was wollen wir heute machen? Wir werden heute erst einmal... eine Sache habe ich noch, Leute. Was zuallererst. Overheater. Und erstmal für die ganzen Leute, ich habe jetzt echt... Es haben mir viele Leute einen Kommentar geschrieben, dass mit der Bremse normal wäre und dass da ABS eingeschaltet wäre. Erstmal an alle Leute, die mir diesen Hinweis gegeben haben, von hier aus echt allerherzlichen Dank. Ja, vielen Dank für euren Tipp. Ich war nicht so intelligent, ich wusste das nicht. Und es war wirklich so, wie ihr gesagt hattet, es war ABS eingeschaltet. Ich habe mir eben mal die Mühe gemacht und habe mal nachgeschaut. Und wir können den mal einschalten. So, müsste. Ihr seht, er ist da. Ich hole euch am besten ein bisschen näher ran. Würde ich sagen. So. So. Da ist das ominöse Stück. So, jetzt gebe ich Gas. Und ich bremse. Also ihr hattet wirklich recht. Ich mache euch wieder weiter weg. So. Ja, es war wirklich ABS eingeschaltet. Die Fernsteuerung auch mal wegstellen. Das ist, sonst fällt die hier noch runter. Das muss ja nicht sein. Ist aus. Ist aus. Ja, hier sieht es momentan echt aus wie... Die Autos nehmen Überhand, Leute. Ja, jetzt auch noch hier mit dem. Ich habe echt keinen Platz mehr. Es wird Zeit, dass ich hier unten was tue. Aber es ist halt, momentan kommen viele Sachen auf einmal. Aber es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Und ja, dann werde ich euch auch mal meinen Keller vorführen. Aber bis dahin wird es noch ein bisschen dauern. Aber es kommt. Es wird werden. Ja, auf alle Fälle nochmal von hier aus recht herzlichen Dank für eure Kommentare, für eure Tipps. Ich habe es nicht gewusst, ja. Und finde ich echt cool, dass so viele Leute mir darauf geantwortet haben. Von hier aus ganz herzliches Dankeschön. Okay, was werden wir heute machen? Wir werden heute mal diese ominöse Stange tauschen und schauen erstmal, was werden wir da groß machen müssen? Der geht ja ab. Das ist ja auch sowas, da sind einfach die Dinger da dran. Naja. So. Ja. Ich denke mal, wir werden dann nur das Mitteldiff rausmachen. Das wird reichen. Ich denke, dann kommen wir raus. Motor müssen wir auch demontieren. Das mache ich dann im anderen Video. Jetzt werden wir einfach nur mal schnell hier die Stange tauschen. Und ja, ich hoffe, dass das damit getan ist. Ich stelle den mal auf den Kopf. Ich muss mich hinstellen, Leute. Es geht sonst nicht. Es geht einfach nicht. Ja, vorher erst nochmal checken, ja. Weil ich einfach bei Konrad irgendwas... Ja, doch, passt. Ist okay. Nicht, dass ich schon wieder ausgebaut habe und ich habe wieder einen Fail gemacht. Ich fehle ja gerne mal. Ja, was gibt es uns noch zu berichten? Ach, habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich meinen Bart mache? Hatte gestern da viel Spaß, ja. Ich hatte gestern von morgens... Ups, da ist es schon rausgefallen. Klasse Sache. Ja, super. Ja, egal. Ja, ich hatte gestern von morgens bis abends da meinen Spaß. Aber ich habe auf alle Fälle schon mal die ganzen Plättchen runter. Nur noch ein Teil von Bodenplatten und dann wäre der Tropf schon gelutscht. Es ist auf alle Fälle ein Fortkommen da. So, jetzt wollte ich noch mal gucken. Ja, wie ich schon gesagt habe, also die hinteren sind wirklich kürzer. Tun wir das hier mal weg. Ja, da habe ich ja eine Stange in Reserve. Würde ich mal sagen. Ja, da die da so toll rausgehen, ich habe hier, muss ich gucken, hochfestes Loctite. Ist das offen? Das ist offen. Seht ihr was? Ja, ihr seht was.
Ja, also ich könnte sogar noch hergehen und könnte da noch einen Körnerschlag drauf machen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber ich denke mit dem hochfesten Lochteid, Loch. Ja, mein Gott, ey. Warlord erzählt mir nur Scheiß. Ja, extra gekauft, hochfestes Loctite, weil ich bis jetzt nur mittelfestes hatte. Und ja, mittelfest ist halt ein bisschen schlecht. Ich hätte natürlich auch hergehen. Ach so, ich könnte euch gerade noch. Da seht ihr dieses gute Stück. Da fehlt dieser Bolzen. Und das hat dieser Eierkopf von eBay Fuzzi bestimmt hundertprozentig gewusst. Genauso das auch mit dem Kopf. Mit dem Motor, ja, und der Schwungscheibe. Dieser komische Eierkopf. Ich will nicht ausfallend werden. Ist egal, ich reg mich nicht drüber auf. Was soll's. Hätte ja viel mehr kaputt sein können. Aber wenn ich das schon so weit hier raus habe. Ich habe auch gar kein Zewa mehr hier liegen. Ich bin gleich wieder da, Leute. Scheiße. Meine Frau hat kein Zewa mehr hier unten in der Vorratskammer. Sonst hätte ich mir gerade eine Rolle klauen können. Schade. Aber egal. Okay. Die Stange, ja, kann man eigentlich wegschmeißen, weil gebrauchen kann man die eh nicht mehr. Wir werden mal schauen. Ist egal. So, jetzt müssen wir das Ding da irgendwie wieder reinfriemeln. Ja, toll. Ich finde es klasse, wenn man da so toll drankommt. Machen wir es anders, machen wir es so. Schön, jetzt rutscht die mir bestimmt wieder raus, aber wir werden sehen. Wir hoffen mal, dass das Loctite auch ein bisschen klebt. Es soll ja nur ein bisschen kleben. Ja, das würde mir schon reichen. So, einwandfrei. So. Können wir die Schrauben schon wieder reinmachen? Seht ihr alles? Ja. So. So, jetzt möchte ich gerne aber auch noch mal schauen, wenn ich hier einen Kreuzschlitzschraubendreher habe. Ja, ob das fest genug ist. Hier habe ich einen sehr geilen Kreuzschraubendreher, Leute. Und zwar, wenn ihr seht, kann man es lesen? All in one. Also mit dem Kreuzschlitzschraubendreher dreht ihr jede Kreuzschlitzschraube. Ja, alle. Ja, alle Größen, ja. Vom PZ bis was weiß ich, ja. Mit diesem universellen Kreuzschraubendreher dreht ihr wirklich jede Kreuzschraube. Das Ding ist wirklich saugeil. So. Ja. So, das war's erstmal. Ich würde sagen, jetzt ist es drin. Es funktioniert. Wir wollen hoffen, dass es auch. Ja, funktioniert, bla bla bla. Ja, das mit dem Motor und der Schwungscheibe, das mache ich in einem anderen Video. Das war jetzt erstmal nur der Austausch dieser Antriebswelle. Mit dem Motor, das gibt ein anderes Video. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich sehe auch gerade, dass mein Akku leer wird. Ja, ich habe keinen Akku mehr. Ich muss, glaube ich, den Strom holen. Ja, das wird sonst nichts werden.
Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, würde mich freuen. Ja, ich, wie gesagt, ich bleibe dran, ich versuche Videos zu machen. Habt ein bisschen Nachsicht. Momentan bei mir ist es zeitlich halt echt ein bisschen schlecht, aber es kommen bessere Zeiten. Auf alle Fälle. Ja, Leute, das war's von mir. Mir bleibt nichts weiter zu sagen als haltet die Ohren steif, bleibt locker drauf und haut rein. Euer RC Warlord. Macht's gut. Ciao.